Komm schon, Buddy. Könnt ihr offenbar. Relativ unsterblich oder nicht? Dieser Prinzipal ist erledigt. Wer ist der Nächste? Oh, oh, wie geil. Dex! Nein! Oh. Wir müssen über unseren Sohn sprechen. Das kannst du dir auch sparen. In Dex schlummern mächtige Fähigkeiten. Ich denke mittlerweile, dass er uns beide bald übertrumpfen wird. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiter verfolgen. Aber ich hoffe, du weißt, was du tust. Er ist tot. Ja, ja, er ist tot. Geht's dir gut? Ja, ja, geht schon. Ich bin beeindruckt, Jax. Wie ich hörte, hast du unvorstellbar Großes vollbracht. Wow, Anerkennung von einem Anhänger der evolutionären Revolution. Die Skyans sind besiegt. Und damit erübrigen sich wesentliche Möglichkeiten, um von ihnen zu lernen. Anerkennung ist durchaus angebracht in deinem Fall. Auch wenn ich kein großer Befürworter deiner Entscheidungen bin. Nur weil ich nicht mehr den Alps angehören wollte? Dein Hang zu den Menschen und zur Natur hat mich nicht sonderlich überzeugt. Und trotzdem bist du der nächsten Evolutionsstufe näher als jeder andere Mensch, als jeder Alp. Spricht da der Neid aus dir? Gewagte These, Bestie von Xakor. Ich werde darüber nachdenken. Ah, ich glaube, Krone werde ich nicht besuchen. Da ist ganz allein drin nehmen. Asuka? Asuka will ich auch nicht besuchen eigentlich. Baxter, warum? Was soll ich von Baxter? Zwei Leute, die in den Hauptvormann sind. Auch wenn es mein Boy Krone ist. Der Umweg. Ah, ich kann unendlich fliegen jetzt. Ich bin wirklich Superman. Alles klar, Baxter. So, und jetzt mal Tacheles. Was ist denn los in Marakor? Kriegen diese Freaks aus dem All jetzt doch noch kalte Füße, nur weil ein paar durchgeknallte Idioten bei ihnen Rabatz machen? Große Worte für jemanden, der die meiste Zeit in einem Erdloch hockt und darauf wartet, dass andere seinen Job erledigen. Tja, erzähl mir mal lieber, was sich da oben in dem Hauptformer tatsächlich abgespielt hat. Werden die Freaks jetzt unsere Welt wieder verlassen, oder was? Nein, sie sind dazu verdammt, hier zu bleiben und auf die Ankunft der Singularität zu warten. Singu was? Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Nur so viel. Es muss sich bald einiges ändern. Allerdings muss sich etwas ändern. Das ist ganz meine Rede. Wir müssen uns dem Erhalt der Natur und der gesamten Menschheit widmen. Pah. Du weißt ganz genau, dass ich darauf scheiße. Und zwar einen dicken Haufen. Na schön. Die Zeit der Freundlichkeit ist nun vorbei. Ich sage dir, was ich in naher Zukunft ändern werde. Jeder Arsch meint, im Krater einfach rein und rausgehen zu können, wie er gerade Lust hat. Für Leute wie dich wird hier bald kein Platz mehr sein. Bald mache ich die Schotten dicht und werde jedem, der nicht zu uns gehört, den Zutritt zum Krater verweigern. Also, denk drüber nach, wenn du das nächste Mal hier aufkreuzt. Wie du meinst. Fühle dich einfach informiert. Ich werde jetzt meinen restlichen Krempel erledigen. Ja, verschwinde. Das treibe ich dir aus. Musst du das? Musst du das? Bleibst du mir das auch? Oh. Ja. Oh. Ja. Ihr wollt euch anlegen mit mir?
Oh, warum bin ich da jetzt durchgeglitscht? Gute Arbeit, Baxter. Er hat einen guten Tritt. Nein, keine Granate. Der Bartler hat mich vernichtet. Der Zufällige. Ah! Der zufällige Adler vernichtet mich. Nicht mal Baxter. Nein, der Zufällige. So, das für ein Geräusch. Das lassen wir nicht so einfach durchgehen. Nein, gar nichts. Ganz und gar nicht. Und schon gar nicht, lassen wir das durchgehen. Okay, dann gehen wir jetzt schnell speichern. Grüß, Mother Elfers. Jetzt reingeklitscht. Mist. Das. Nimm die Shotgun weg. Nimm die Shotgun weg. Nimm den Bogen weg. Verdammt nochmal. Steckst da von da. Wo sind sie dann? Und da ist er. So wütend ist er ja gar nicht. Hast deine Bodyguards verloren? Hockt den für im Wasser rum. Einfach der nicht. Wie es ausschaut. Wow, da eh nicht. Den reingezogen. Kann ich viel bringen. Los, los. Okay. Approved my point. Ah, Crony, Erkron. Asker meine ich. Wen haben wir hier? Victor. Torte. Warum nicht? Was seid ihr, Jungs? Händler? Jo, ihr habt Feinde vor dem Tor. Bist du jetzt stolz auf dich? Du hast die Armee der Skyends ja fast im Alleingang erledigt. Es diente einem höheren Zweck. Tatsächlich. Ich hörte vom erhöhten Aufkommen dieser missgebildeten Gestalten, die das Mana hervorbringt. Wer weiß, vielleicht sind sie ja am Ende diejenigen, die uns alle erlösen werden von dieser Hölle Magalan. Ja, wer weiß. Du versuchst immer noch, diesen erbärmlichen Planeten zu retten. Ist das nicht so? Das ist die reinste Blasphemie. Du bist ein Geschwür, das man am besten ausbrennt. Na schön, dann wollen wir mal sehen, wie dir das hier gefällt.
Oh, der nächste. Oh! Er dreht einfach. Er dreht einfach zu. Schauen, wie dir das hier gefällt. Nicht gut. Zu kalt. Nicht gewohnt, ha? Ist er tot? Ist auch nicht tot. Eine Waffe bekommen wir auch nicht. Was ist passiert? Genug jetzt. Unsere Gemüter sollten... Und vergiss nicht, ich behalte eure Bastion im Auge. Oh. Oh, Red interessiert anscheinend keiner. Verstehe. Oh je. Yeah. Was sagt mein bester Mate? Eine sehr interessante Erfahrung, deine Heldentaten zu beobachten. Du glaubst, ich sei ein Held? Für viele Kleriker bist du es. Sie sind sehr stolz, dass du einer von ihnen bist. Hm, nennt man es denn nicht so, wenn sich jemand um das Wohl aller verdient gemacht hat? Ich habe noch viel zu wenig getan. Die Welt steht kurz vor dem Abgrund und wir werden wahre Helden brauchen in den nächsten Jahren. Ich stelle mich gerne zur Verfügung. Ich freue mich jedenfalls, die nächsten Projekte anzugehen. Welche das auch immer sein mögen. Guter Mann. Ups, nein, nicht Taschentiebstahl. Nicht Taschentiebstahl. Mitkommen. Mitkommen. Selbstverständlich. Na, was macht Crony? Er war doch gar nicht mehr in der Gruppe. Alles klar, Bulli. Du bist echt da reingegangen. Respekt. Du meinst den Hauptformer? Ich war schon an schlimmeren Orten. Mhm. Nun, wie auch immer. Du hast starke Nerven. Wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben eine Menge zu tun, um Magalan wieder aufzubauen. Was denn? Echt jetzt? Ich dachte, wir hauen in den Sack und machen uns vom Acker. Okay, dann hau mal rein. Bin gespannt, was als nächstes kommt. Warum gefällt das Bulli nicht? Vater? Ich bin schwer beeindruckt, Jax. Du bist schier unerschütterlich. Auch diese Prüfung hast du wieder einmal mit Bravour bestanden. Soll mir das jetzt schmeicheln? Du hast recht. Aus meinem Mund klingt das schon ein wenig seltsam. Aber ehrlich gesagt empfinde ich tatsächlich so etwas wie Stolz. Ach, komm schon. Nein, wirklich. Ich habe dich damals, als ich dich am Hofe des Eispalastes zum Commander ausbildete, völlig verkannt. Du bist nicht nur willensstark und effektiv. Du bist nicht nur gnadenlos zu deinen Feinden und ein großer Gewinn für deine Verbündeten. Du bist etwas Besonderes. Ein Held, eine Singularität. Ein seltenes Phänomen, das dieser Planet kein zweites Mal hervorbringen wird. Es scheint deine Bestimmung zu sein, diese Welt weiterzuentwickeln und das Beste aus den Menschen herauszuholen. Niemand anderes wäre zu so einer großen Leistung imstande. Schon gut, ich hab's kapiert. Verstehe mich nicht falsch. Ich weiß nicht, warum es so ist oder wohin es uns führen wird. Aber ich weiß, dass du deinem ganz persönlichen Plan folgst und dass wir alle, jeder einzelne von uns, ein Teil davon sein wird. Ja, das ist meine tiefste Überzeugung und ich will dabei sein, wenn die Dinge passieren, die du auf die Schienen gesetzt hast. Das wirst du. Gut, dann bleibt mir nicht mehr viel. Als nur noch eins zu sagen. Gut gemacht, mein Sohn. Hey, schönes Ende. Schönes Ende. Wen haben wir hier noch?
Fox. Interessiert keinen, aber... Du bist mir schon ein komischer Vogel. Wie bitte? Dass du da einfach so in den Hauptform reinmarschierst und den Jungs da zeigst, was eine Hake ist. Alle Achtung, das macht dir so schnell keiner nach. Meine Arbeit hat gerade erst angefangen. Wenn wir überleben wollen, muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Warum sagst du jeder, wenn du doch mich meinst? Egal, ich verstehe zum Beispiel diese ganze Aufregung um die Mana-Kreaturen nicht. Andererseits, Mana-Freaks sind doch auch nur Menschen. Na, die meisten von ihnen waren es doch mal, oder? Ich weiß, ich sollte mich mehr um den ganzen Kram und die Welt und so kümmern, aber... Naja, wie mein alter Herr immer zu sagen pflegte, es bleibt spannend, nicht wahr? Welche Mana-Kreaturen? Und was redet ihr? Ich habe nichts von Mana-Kreaturen gehört, noch und gesehen. Ich hab gehört schon, aber nichts gesehen. Wer ist die? Scheiße nochmal. Wie machst du das immer? Eigentlich müssten deine Gedärme quer über Magalan verteilt sein. Hm. So, was jetzt? Rotten wir jetzt die restlichen Skyens aus, die sich in den Ecken von Magalan verstecken? Wie wäre es, wenn wir uns mal mit etwas mehr konstruktiven Dingen beschäftigen? Oh nee, du meinst die Scheiße hier wieder aufbauen? Nee, Junge, das kannst du alleine machen. Ich hätte jetzt Bock auf eine Runde Mutanten klatschen oder sowas. Also auf geht's! Du, mach das. Oh, du bist auch hier? Jetzt, wo die größte Bedrohung eingedämmt ist, sollten wir da nicht die Technologie der Skyens auseinandernehmen? Tu dir keinen Zwang an. Das kam mir jetzt ein bisschen zu schnell. Wo ist der Haken? Unser Volk könnte diese Weiterentwicklung der Transformatoren der Skyens gut gebrauchen. Der Wiederaufbau des Planeten sollte für alle und nicht nur für die Alps auf dem Plan stehen. Niemand weiß, die Dinge besser zu ordnen und wieder in die Spur zu bringen als das Volk der Alps. Ich werde mich an die Arbeit machen, sobald die Sachen hier erledigt sind. Ah, wen haben wir noch hier? Tjord! Guter Mann. Die letzte Schlacht des Krieges wäre damit geschlagen. Gratuliere. Du kannst dir selbst gratulieren. Du lebst noch, trotz der ganzen Widrigkeiten. Ohne dich hätte Magalan einen großen Beschützer verloren. Ich danke dir. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Lass uns so weitermachen. Wir haben noch viel vor uns. Ich werde meine Arbeit in der Bastion wieder aufnehmen und die sechste Macht in die ungewisse Zukunft führen. Bei Magalan und dem Leben, das schwöre ich. Okay, dann haben wir noch Kaya. Kaya, wir brauchen ein neues Kind. Wo bist du? Was mit dem Alten? Ja, tut mir nicht ganz so leid. Unsere Zukunft ist uns schon einmal fast entglitten. Dieses Mal sollten wir daraus gelernt haben und schlauer sein. Du hast es wieder einmal geschafft. Der Hauptformer wäre damit von der Liste. Hast du an mir gezweifelt? Dass du es tatsächlich wieder schaffst, der absoluten Vernichtung zu entgehen. Ich muss zugeben, ich hatte vermutet, dass es dich dieses Mal erwischt. Das war erst der Anfang. Jetzt müssen wir uns um den Erhalt des Planeten kümmern. Ja, das müssen wir. Es freut mich ungemein, dass wir uns in diesem Punkt einig sind. Zum Beispiel die Sonderlinge und Unholde, die das Mana hervorbringt. Sie werden leider fast täglich immer mehr. Ich fürchte, wir werden uns daran gewöhnen müssen. Zumindest so lange, bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Mach weiter, wir sind noch nicht am Ende. Du hast dein Kind verloren. Übrigens. Nur so nebenbei. Oh, irgendwas noch? Oh. Wir müssen über unseren Sohn sprechen. Das kannst du dir auch sparen. Er hat es selbst so gewollt. Und du weißt, was passiert, wenn er sich einmal etwas in den Kopf gesetzt hat. Ich weiß. In Dex schlummern mächtige Fähigkeiten. Ich denke mittlerweile, dass er uns beide bald übertrumpfen wird. Na gut, ich werde deinem Urteil vertrauen und werde das jetzt nicht weiterverfolgen. Aber ich hoffe, du weißt, was du tust. Er ist tot. Ja, ja, er ist tot. Geht's dir gut? Ja, ja, geht schon. Oh
Komm schon, Crony, raus da. Ach, drauf. Geht doch nicht drauf. Bin ja interessiert, was sie mit Mana-Kreaturen meinen. Oh. Warum hat Red nichts zu sagen? Warum war das sehr klar? Nichts, Red? Nichts Wichtiges? Das war ja wieder ein... Ja. Da muss ich ja schon fast sagen, vielen Dank, dass das vor noch... Du weißt, was jetzt zu tun ist. Ja, wir werden unsere Weltenherzen fit machen. Obwohl, ich habe ja keine Ahnung von der ganzen... Dieses Ärgernis kommt bis vor unsere Tore und fängt an. Aber trotzdem... Ah, ich lasse ihn leben. Bis vor unsere Tore, irgendwo war ein zentrales Weltenherz. Hier gehen wir her schauen. Mal schauen, ob ich... Sind das die Mana-Viecher? Verlorene. Verlorene. Ab hier. Sollte auch keine große Gefahr sein. Hoffen wir sie, Hapien. Hoffen wir sie, Schüsse, die ich verfehle. Das Ding so viel Leben. Das hat hier richtig Schaden gemacht. Gibt es doch. Verdammt, Trax. Ich hab nur ein Harp hier. Geht doch. Da haben wir noch fette Fights hier. Gute Arbeit. Das sehe ich gern. Da drüben. Hoffen wir sie nach Dogas. Aber keine neuen Bestien. Keine neuen Bestien. Dann reden wir noch mit Oscar. Dass er nichts mehr ist, da reinzufliegen, aber. Ich kann, wenn er unendlich weit fliegen, jetzt schon. Und einfach stehen bleiben wir drin. Auf meinen Sohn aufpassen. Anstrengender Weg. Zu Crony wird es anstrengender. Ach, Katzchen kriegen wir.
Oh, sehr dramatische Musik. Oh, meine Schätzung wird sein, dass Dawkins ihn in der nächsten, in Elex 3, im nächsten Spiel da rausschlagen wird und dann als Art Androiden oder Cyborg benutzen in die Richtung. Mal so geschätzt. Irgendwas zu sagen? Wie geht es meinem Sohn? Ich hoffe, dass ihm nichts passiert ist. Das wird sich zeigen. Er sollte gar nicht hier sein. Aber das nützt ja nichts. Er hat sich wieder etwas in den Kopf gesetzt. Und wir wissen ja, dass ihn dann niemand aufhalten kann. Der Junge hat eben einen sehr starken Willen. Sehr turbulente Zeiten in den letzten Tagen. Und wie es mir scheint, wird sich das in naher Zukunft auch kaum ändern. Ich weiß. Das tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um alles kümmern. Na schön, machen wir das. Melde dich, wenn du etwas Neues hast. Ja, das mache ich. Ich werde tun, was ich kann. Als Freund der Familie ist das für mich Ehrensache. Ich danke dir, alter Freund. Bedrohlicher Ort. Oh. Ja, das ergibt viel Sinn. Schön weitermachen, Asuka. Mutter Kaya interessiert sich nämlich überhaupt nicht dran. Dem Kind, was sich dem Kind als... Kaya interessiert das Kind nicht. Wie es ausschaut. Anscheinend haben sie Kondome in diesem Spiel noch nicht wiederentdeckt. Lass uns Crony retten, Falk. Und dann ist sie fertig. Hier rauf mussten wir. Ups. Oh, zum 10. Mal. Daher geschossen. Zum 10. Mal rennen wir da jetzt rein. Oder fliegen wohl ja. Ja, wir wollen gegen Nacht, ich weiß. Oh, Servus Falk. Oh, warum bist du hier hängen geblieben, Crony? Hätte ich wahrscheinlich als erster zu ihm gehen müssen. Da hätte am meisten Sinn gemacht. Eben. Lululululu. Rowdy. Ich war nicht daneben. Mist. Rowdy. Kämpfst du noch? Falk, mach weg das Ding. Eine weitere Ortung. Sie ist in Marakor. Was? Sehr gut. Jetzt will ich's wissen. Wie viel Macht haben die künstlichen Intelligenzen bei den Skyens wirklich? Überlassen die Skyens ihre strategischen Entscheidungen ihren intelligenten Automaten? Oder sind sie schlau genug geblieben, die wichtigen Dinge immer noch manuell zu regeln? Bereit, sobald der Befehl dazu erteilt wird. Hauptmission abgeschlossen, Commander. Ja, hört sich gut an, aber das ist eine Mogelpackung, das wissen wir beide. Die Singularität? Ja, wir wissen nicht, was sie ist. Und wir wissen nicht genau, wann sie Magallan erreichen wird. Eigentlich wissen wir überhaupt nichts über sie. Wie können wir verhindern, dass so ein Ungetüm von einem Himmelskörper Magallan komplett vernichtet? Starte Analyse. Lass uns hier noch die Reste zusammenfegen und sehen, wo uns das hinführt. Gut. Ja. Wirklich? In dem Gebiet vor uns ist die Ortung sehr stark. Sie werden bewacht von einer Truppe Skyend-Soldaten. Okay, holen wir uns die Dinger. Komm mit. Oh. Verdammt.
Mir läuft die Zeit davon. Welche Zeit? Ich folge. Ja, ja. Schießen wir uns da einfach durch schnell. Wer hat hier geschossen? Oder wer wieder im Prinzip? Wow. Ui. Ach, hör auf, nicht ganz erzielen. Keine Granate werfen. Mach einfach weg, das Ding. Commander. Ja, dann leg mal los. Was hast du herausgefunden? Die alten Bordcomputer Kalan und Cassandra haben offensichtlich die gleiche Bau- und Funktionsweise. Das sagen dir die Daten auf diesen Knotenchips? Positiv. Die gesamte Technik der Skyans scheint mit den gleichen Algorithmen aufgebaut zu sein. Die künstliche Intelligenz Cassandra hat sich seit der Zeit damals also nicht relevant weiterentwickelt. Wow. Okay. Das sagt mir, dass die Skyans nicht besonders viel Vertrauen in ihre Maschinen haben und die wichtigen Entscheidungen immer noch lieber selbst treffen. Die Skyans haben ihre Zeit also ganz offensichtlich nicht mit der Entwicklung von künstlichen Intelligenzen verschwendet. Sie benutzen das, was sie schon seit Jahrhunderten benutzt haben. Wie viele Kopien mögen sie wohl von dieser Art der künstlichen Intelligenzen gemacht haben? Unklar. Die meisten Rechner scheinen sich nicht mit einer solchen Art von Steueralgorithmen zu beschäftigen. Womit beschäftigen sie sich dann? Moment mal. Die Skyans müssten doch nach dem, was wir alles herausgefunden haben, wahre Monstren von Rechenmaschinen im Einsatz haben. Rechenpower, die für Milliarden von Menschenlebenforschung reichen müsste, oder? Was machen sie damit? Was tun diese Rechner den lieben langen Tag? Meinem Wissensstand nach betreiben sie Forschung. Wow, sie forschen also immer noch. Na gut, die Skyans sind Wissenschaftler. Aber was genau erforschen sie? Oh boy. Ich würde gern mehr über sie erfahren und hinter ihre augenscheinliche Fassade blicken können. Unzureichende Informationen. Na gut, dann such noch einmal nach diesen Chips. Vielleicht lüften wir ja auch noch dieses Geheimnis. Bei der nächsten Ortung gibst du mir Bescheid, okay? Positiv. Anscheinend gibt's Endgame-Sachen. Aber ich habe fast keine Shotgun-Muni mehr. Keine Granaten, bitte. Noch keine Schüsse. Komm. Aui. Ah, ich weiß gar nicht, ob ich das Endgame noch spielen will. Nicht nur sowas. Ich und Crony. Einfach nur abhängen und so welche Missionen zu Ende bringen. Ja, ich überlege mir das nochmal, ob ich da noch ein bisschen Endgame spielen will. So viel gibt es jetzt, glaube ich, da nicht mehr zu tun, was wirklich interessant ist. Knotenpunkte von Skyans looten, mehr overpowered werden. Das schaut nach dem Rest aus.
Irgendwelche Mana-Monster, von denen haben sie was erzählt. Die kann man vielleicht bezwingen. Aber ansonsten nicht wirklich so interessant, oder Crony? Mal schauen, was die Leute sagen. Ansonsten. Peace out.